Leute und herzlich willkommen zum 9. Part der Herobrine-Jagd. Ja, wir gehen erstmal pennen, solange wir noch pennen gehen können, weil ich keinen Bock auf den Regen habe, weil sonst bleibt der wieder den ganzen Tag da. Habe ich auch keinen Bock drauf. So, alle Zombies sind am Verbrennen. Ja, wir haben letzte Woche vor allem, auch letztes Mal, einen Herobrine-Kopf an dem Schrein da oben gefunden. Ich kann es jetzt nicht mehr übersehen. Und ja, was wir jetzt als allererstes machen, bevor wir heute irgendwas machen, ist in den Ausguck hochgehen. Und mein Plan ist heute einfach ein bisschen die Welt nach Herobrine Shrines absuchen und mal ein bisschen in der Mine weiterbauen. So. Wir schauen, meine Lederschuhe sind komplett weg, egal. Wir schauen hier erstmal rum. Da ist das eine Shrine. Hier sieht alles gut aus. Und mir sticht schon wieder was ins Auge. Und zwar habe ich noch so ein Ding gefunden. Ich weiß nicht, ob das letztes Mal schon da war. Oder ob das jetzt erst gespawnt ist, nachdem ich mich wieder in die Map eingeloggt habe. Weil ich nehme das hier nicht am gleichen Tag auf. Wir gehen da jetzt einfach straight hin. Ich gehe gar nicht durch mein Haus. Ich gehe so runter. Hier ist nirgends Wasser. Kann man hier runter gehen? Ohne zu sterben? So. Ich sehe das jetzt. Ich sehe das Ding jetzt schon wieder. Es war so klar. So. Wir können jetzt ja richtig schwimmen, das ist sehr schön. So. Ja, es ist wieder ein Kopf da. So, hier oben ist wieder ein Kopf an dem Schrein. Und wir bauen den jetzt ab. Unsere Mission ist, unser Schrein voll zu kriegen mit den ganzen Köpfen. Und es ist wieder Herobrine's Head. Ich habe keinen Wassereimer. Ich muss hier irgendwie runterkommen. Ohne hier runter zu... Ey, Leute, das ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Ey, es ist jetzt wieder so... Leute, glauben mir wieder nicht, dass ich das hier nicht gebaut habe, weil ich gesagt habe, dass ich mich ausgelockt habe aus der Map und man kann ja offscreen auch was bauen. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich es beweisen soll. Ihr müsst mir halt einfach vertrauen da. Ihr müsst mir halt einfach vertrauen. Wenn ich sage, dass ich das offscreen nicht gebaut habe, dann habe ich es offscreen... Achso. Da habe ich es offscreen nicht gebaut. Ihr müsst mir glauben. Ich kann es halt echt einfach nicht beweisen. Und hier ist echt schon wieder so ein Ding. Das ist doch nicht wahr, wirklich. Weil ich die jetzt auch so schnell nacheinander gefunden habe. Die sind auch einfach genau in einer Reihe. Weil ich die jetzt so schnell nacheinander gefunden habe, wird mir jetzt eh niemand glauben, dass ich das... Dass ich nicht wusste, dass das Ding hier ist. Aber ich habe es halt einfach durch Zufall gesehen von da oben. Wir nehmen auf jeden Fall auch den Kopf wieder mit. Wir haben jetzt zweimal Herobrine's Head. So, das sind die Pyramiden. Hä? Achso, ja doch, das ist die Doppelpyramide. So, wir gehen jetzt mal da hoch auf den Berg. Und halten irgendwie Ausschau, ob wir noch so ein Ding finden. Aber es kann jetzt nicht sein, dass wir hier noch einen finden. Was heißt auf den Berg, aber auf diesen kleinen Hügel da? So, das ist unser Schrein. Da ist das. Das. Und das. Ja, ich glaube, hier wird jetzt erstmal keins in der Nähe sein. So, ich schneide euch jetzt auf jeden Fall auf den ganzen Weg, bis wir hier hingelaufen sind, raus, auf jeden Fall. Weil es sonst auch langweilig wäre. So. Jetzt packen wir mal das. Auf unser Schrein. Hier. Und hier. So, und jetzt fehlt uns noch ein Kopf. Und dann machen wir den Schrein mal erneut an und gucken, ob irgendwas passiert. So. Ich ernte mal die Farm. Als ob schon wieder so viel reif ist, ne? Ich habe auch immer viel zu viele Seeds. Eigentlich könnten wir die Farm auch mal erweitern, irgendwie nach da hinten. Sollten wir. Hoffentlich. Hoffentlich haben wir genug. Ja, wir haben genug Material. Für eine Hoe. So. Hier. Stone Hoe. Und erweitern die mal vielleicht so in diese Richtung. Haben wir Dirt dabei? Ja, haben wir. Dabei, dann machen wir nämlich aus dem Sand hier jetzt Dirt.
Ja, ich weiß, ich könnte es auch einfach so lassen und ja, komm, wir machen es einfach so entlang. So, 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 so. So, so, so. Kann ich so machen noch oder ist das schon zu viel? Sollen wir einfach all in gehen und dann komplett und einfach komplett hier den ganzen Weg entlang machen? Ja, doch, komm. Ich mach das jetzt hier. Wir haben so viele Seeds immer übrig. Und wir machen es bis hier. So. Die ganze Farm, um die können wir uns sowieso nicht kümmern, aber wir haben so viele Seeds, wir machen jetzt die größte Farm, die ich in meinem Leben, glaube ich, jemals gebaut habe. So. Weil, guck mal, wir haben 34 Seeds. Wir können jetzt hier einfach als allererstes mal die ganzen Seeds hier drauf ballern. Ja, okay, es war doch vielleicht ein bisschen zu viel, aber ja, so ist es halt. So. Dann gehen wir mal zurück in die Base. Und ich sehe schon, dass wir schon bei 9 Minuten sind, auch wenn jetzt nicht so viel passiert ist. Und dann würde ich sagen, machen wir das mit der Mine doch erst im nächsten Part. Ich würde sagen, hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Wacher Innovator vorbei und bei Leoshi und Motrex, dem Kanal, den ich mit Motrex zusammen gemacht habe. Lasst natürlich ein Like da, abonnieren nicht vergessen und Discord-Server joinen, falls ihr Bock habt. Jo, tschüss.